Ja, also Moloch ist echt eine monströse, ekelhafte Kreatur, wie man sieht. Man erkennt sie an ihrem eigenen Eingeweide, das ihr aus dem Leib raushängt. Ah, jetzt, komm, und... Oh, das war ein guter Schaden. Einige Höhlen werden von Molochen bewohnt. Diese gewaltigen mutierten Kreaturen scheinen aus verschiedenen Menschen mit Riesenwuchs zusammengeschmolzen zu sein. Und selbst das erklärt nicht, wieso ihnen eine gewaltige Käferklaue gewachsen ist. Beute kann damit einfach gegriffen und in vielen Fällen problemlos mittig durchgeschnitten werden. Größere Gegner werden einfach umgestoßen. Durch die ganzen Wucherungen und Fäulungsprozesse in der bleichenden Haut platzte diesem Monstrum die Bauchdecke auf. Seine Innereien wurden allerdings von einer schützenden Plasmamembran überzogen, so dass er in diesem Zustand überleben kann. Der Unterkiefer wird von einem mechanischen Scharnier verstärkt. Der Moloch kommt unserer Vorstellung von Höhle wohl schon sehr nah. Da diese mutierte Kreatur ursprünglich aus humanoiden Lebewesen zusammengesetzt wurde, ist ihre Intelligenz nicht zu unterschätzen. Sie kann andere Mutanten so beeinflussen, dass diese ihr folgen, sie beschützen und ihr wortwörtlich dienen. Es empfiehlt sich deswegen, nie alleine auf die Jagd nach diesem Monstrum zu gehen. Die Heimat der Alps, der verschneite Norden in Elex 2. Jax ist zurück und es gibt eine Aufgabe für ihn von Azog. Das ist eigentlich ganz gut, weil Jax auch langsam sich den anderen Rüstungsteil kaufen will, nämlich die Hose. Und wenn ich die Aufgaben für die Alps mache, dann kann ich hoffentlich bei einem von denen auch eine gute Hose besorgen. Wegen der Mutantenangriffe. Also der Azog hat irgendwas von Mutantenangriffen erzählt, die sich Jax anschauen soll. Wegen der Mutantenangriffe. Bekomme ich noch weitere Ausrüstung für diesen Auftrag? Selbstverständlich stehen dir einige neue Ausrüstungsteile zur Verfügung. Melde dich bei Askill im Rechen- und Forschungszentrum. Mhm. Er soll dir Zugriff auf Waren der Klasse 1 gestatten. Ach, gucke mal. Nur keine Ahnung, wo Askill ist. Wo genau haben sie stattgefunden? Die Koordinaten des Gebiets wurden dir bereits auf deinen Adjutor geschickt. Wenn dort so viele Angriffe stattfinden, wird das nicht gefährlich für mich? Davon ist auszugehen, ja. Du bist Scout. Nutze dein Jetpack und achte darauf, dass du nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Dein Job ist es, so etwas zu erledigen. Schaffst du es nicht, warst du nicht effektiv genug. Mhm. Ja, hier muss ich Jax also als Alp beweisen, als Alp-Scout. Anscheinend eine große Mutantenjagd, die da einen erwartet. Unklar ist, wo dieser, ich glaube, Asko hatte gesagt, mit den Rüstungsteilen, wo genau ich den finde, irgendwo bei... Forschungszentrum war das hier. Und endlich habe ich diesen Askill gefunden. Das hat echt eine Ewigkeit gedauert. Auf jeden Fall werde ich jetzt Ware in Wert von 7367 Elixit an ihn verticken und gleichzeitig eine neue Hose von ihm kaufen. Ich nehme hier, würde ich sagen, gleich mal die beste für 1500 Elixit. Und ansonsten hat er noch Helme. Wobei das mit dem Helm ist natürlich so eine Sache, weil ich ja sehr gerne meine Brille trage. So, gute Alprüstung. Ich glaube, ich habe sowieso so eine. Die wurde mir ja so kostenlos gegeben. Ach komm, einfach nur um zu schauen, wie geil es aussieht, nehmen wir mal einen Helm. Ich werde ihn auch bestimmt ab und zu tragen, wenn ich mal meine Brille ausziehe. Das nehmen wir auch. Ja, man sieht, ich kann einfach alles nehmen mit dem Elixit, das in den Taschen von Jax schlummert. So, okay, dann schauen wir uns das mal an. Endlich mal diese komische Strohhose ausziehen. Ich meine, für einen Berserker wäre das natürlich eine tolle Hose, aber entschuldige mal, für einen Alp ist es wirklich unpassend. Okay, also meine alte Hose gab 16 Rüstung, die gibt mir jetzt 27. Übrigens, ich habe jetzt endlich Bergbau gelernt, das heißt, jetzt kann ich die ganzen Erzadern looten. So, na, so sieht jetzt Jax aus. Endlich passt alles zusammen und der Helm. Oh ja, ein richtiger Alp. Ein richtiger Alpjäger. Okay. Dann los geht's zur Mission. Ja, das war gar nicht so leicht, ihn zu finden. Den Askill, der ist hier in der Forschungsstation, wie mir auch gesagt wurde. Aber das Problem ist, dass hier eine andere, andere Händlerin steht. Ja, hier ist Askill und hier Cora, genauso eine Ausbilderin. Und ich hatte die Cora gefunden und irgendwie davon bin davon ausgegangen, dass dann niemand mehr ist.
War mein Fehler. So, hier, Gebiet der Mutantenangriffe. Dann teleportieren wir uns doch mal in die Nähe. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass ich... Wann hier wohl jemand das letzte Mal feucht durchgewischt hat? Ja, mein Lieber, das wollen wir hier nicht rausfinden. Wir wollen rausfinden, ob hier Sachen liegen. Ja, man sieht, das ist problematisch ohne Brille. Denn es ist eindeutig ein Gebäude, welches ich noch nicht untersucht habe, aber ohne Brille natürlich nicht sehe, ob hier noch Sachen liegen oder nicht. Deswegen ziehe ich sie mal wieder an. Ne? Also, eins ist klar. Ohne Brille verpasst man einiges, wenn man den Helm anhat. Ja, da liegt hier etwas. So, ich habe jetzt natürlich eine Menge Kohle dafür gekriegt, dass ich eben Loot verkauft habe, was hier überall rumliegt. Aber auch vor allem die Sachen, die Jax durch die Jagd bekommen hat. Also Klauen, Krallen, was auch immer. Beute von Tieren und andere Trophäen. Das alles habe ich vertickt und man hat ja gesehen, was das alles gekostet hat. Eine Menge Zähne hatte ich irgendwie von den Tieren. Über 130 oder so. Das ist schon... Es lohnt sich schon. Es rentiert sich schon. Zumindest am Anfang rentiert sich, ein Jäger zu sein. Später bekommt man natürlich durch andere Sachen. Elix. Durch Banditen, durch deren Waren. Durch deren Loot vor allem. Ne? So, okay. Oh, man sieht, da läuft schon so eine eklige Kreatur. Es ist, glaube ich, schon ein Mutant. Weil ich noch nicht in dem Gebiet bin. Schauen wir uns das mal an. Was das ist. Eine Fleischgrille. Klingt auch so appetitlich. Von hinten. Also wirklich eine unglaublich ekelhafte Kreatur. Okay, okay, okay. Und ich glaube, Jax sollte sich von ihr nicht treffen lassen. Okay, sie benutzt schon mal irgendwelche Elektroschockschüsse, um einen zu bremsen, wie man sieht. Ah, und jetzt wäre bestimmt ein guter Zeitpunkt für den Angriff gewesen. Oh, wow. Weißt du, das passiert, wenn du mit denen verkämpfen willst. Dann kostet das dir sehr, sehr viele Tränke. Na, komm mal her. Wow, hat sie mich schon wieder fast getroffen. Blitzschnelle Angriffe. Diese Fleischgrillen. Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Mutant. Man sieht, man hat Elix von der erhalten. Das sind vor allem die Alpmutanten, die Elix-Bestandteile in ihrem Körper haben. Also gehe ich mal davon aus, dass das mit einem Schlag drei Schneehühner oder was auch immer das war. Man sieht, in diesem Gebäude liegt noch einiges an Zeug. So, nee, 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 falsch. So. Mhm. Die Toilette. Ah, hier noch eine Brille. Einfach eine Sonnenbrille, okay. Ah, sechster Sinn. Sechster Sinn, das ist eine Brille, die mir alle Feinde auf der Karte anzeigt. Ist auch nicht schlecht eigentlich. Man wird damit nie überrascht. Von Feinden. So, okay. Gut. Da oben werden die Mutanten also sein. So, was haben wir denn hier? Parkplatz da unten. Aus der alten Welt. So, übrigens, mal schauen. Wegen der Nahkampfwaffe. So, ich hatte hier mein schönes Buttermesser,
Aha, da brauche ich noch einiges an Stärke. Ich habe zurzeit nur 41. Okay. Ja, wollte nur kurz schauen, weil ich sehr wenig Schaden mache im Nahkampf. Das nervt ein bisschen. Weil ich so natürlich auf meine Fernkampfwaffe angewiesen bin. So, sehr gut. Und sehr schön. Ein guter Schlag. Okay. Man kann da nach oben anscheinend nur fliegen, wie es ausschaut. So. Oh! Ah, da sind schon mal die Mutanten. Ein Scheusal. Sein Name verrät sofort, was er ist. So sieht er auch aus. Also, einen besseren, passenderen Namen würde ich dieser Kreatur auch nicht geben können, ehrlich gesagt. Ah. Von diesen einen hier schnell weg. Na schön. Ach, sehr stark sind sie übrigens. Wenn sie zuschlagen, dann tut's weh. Sagen wir mal so. Ah, und da liegt schon mein Begleiter. Na gut, dann spielen wir hier keine Spielchen. Sehr schön, eine Stufe. Boah, da sieht man nochmal, wie seine mutierte Fresse ausschaut. Ja, da sind irgendwelche Metallstücke drin. Also auch die Zähne sind aus Metall, glaube ich. Oh, okay, ist ja okay, Mann. Ich war doch dabei, deinen Artgenossen anzuschauen. Warum bist du so aggressiv? Ah, okay, das ist was anderes da. Das ist ein kleiner Wühler. Ah, der einem aber auch wehtun kann, wenn es sein muss. Und schießt mit irgendwelchen ätzenden Substanzen. So. Ich glaube, da ist noch was in diesem Haus. In der Dunkelheit lauern noch Mutanten. So, da hinter mir noch einer. Ich kümmere mich darum. Wer mit einem Treffer meinen Begleiter Fox weggehauen hat. Nicht schlecht. Au, 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 au. So, na, dann komm her. Schneller Jacks, junge Mann. Ja, das ist eben, wenn du... Nein, 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 au, au. Scheiße, mein Jetpack war alle. Ja, das ist eben das Problem, wenn du, keine Ahnung, wer dich trainiert hat und du deine Schläge aus der beschissenen Stratosphäre ausholst. Weißt du, das Schwinger des Todes, die man einfach, die jeder Gegner schon vorher entdeckt, ja, dann sieht es so aus. Dann wirst du getroffen. Autsch! So, haben wir es jetzt? Mann. Ah. So, wie viele Tränke habe ich überhaupt noch? Ich saufe die eine nach den anderen. Noch 12 Stück. Und dann kommen die großen. Und die ganz großen. So, komm, saufen wir den noch ein. Es ist so, wenn ich versuche, die Kugeln zu sparen, dann gebe ich Tränke aus. Also es ist so und so beschissen. Vielleicht sollte ich einfach keine Kugeln sparen. So, und hier ist, glaube ich, der Ursprung der Mutanten. Hier ist einfach ein großes Elix-Vorkommen anscheinend. Und deswegen werden sie das hier angezogen. Das erklärt einiges.
Das Zeug muss die Mutanten angelockt haben. Ja. Ich sollte Azog davon berichten. Das sind ja die Mutanten der Alps und die werden natürlich von so einem Zeug angezogen. So, wie gesagt, Bergbau habe ich gelernt. Ich bekomme jetzt 6 Elix anstatt nur 3, glaube ich. Hätte ich bekommen, wenn ich es nicht gelernt hätte. Und auch die Splitter sind erhöht. Ach, schau mal, hier sogar 7. So, ich glaube, hier wäre auch schlau, jetzt die Brille anzuziehen. Nichts zu verpassen. Beschädigter Schild. Mhm. Gut. Was war das hier überhaupt? Früher gewesen. Irgend so eine kleine kleine Werkstatt im Keller oder so? So, man sieht dieses ganze Zeug. Hätte ich auf jeden Fall verpasst ohne den Brenner, ne? Hier oben im Haus liegt noch was. Ach so. Ja, wie komme ich da hin? Ist die Frage. Gab es da eine Treppe nach oben oder so? Sieht nicht danach aus. Okay. Wo ist der Eingang? Ach, da. So, ein kleiner Heiltrank. Das ist doch schon mal ganz gut. Einfache Truhe. Aha. Noch 2 weitere Tränke. Sehr gut. Wenn es so weitergeht, habe ich bald wieder eine Menge von den Kleinen. Dann kann ich die nutzen. Und es darf natürlich auch Klopapier nicht fehlen. Okay. Dann würde ich sagen, das ist hier alles ausgeschöpft. Bin jetzt mal wirklich gespannt, was Azog sagt. Ich habe beim letzten Durchspielen überhaupt nicht für die Alps gearbeitet. Ich glaube, man hätte diese Aufgabe auch gar nicht tun können, wenn man nicht zu den Alps gehört, soweit ich weiß. Na? Ja, wo war eigentlich der Azog? Hat mir jetzt nicht mehr gezeigt. Ah, Mann, dieser Azog. Wo war dieser Azog? Aha, genau. Wenn hier Kell ist, dann war der hier irgendwo, glaube ich. Genau, genau. Depot, also das Depot ist gar nicht so groß, aber ist trotzdem nicht so leicht, sich hier zu orientieren und zu wissen, wo jeder steht. Man muss es sich schon merken. Azog. Also. Wegen der Mutantenangriffe. Ich glaube, ich habe herausgefunden, warum dort so viele Angriffe geschehen. Gut. Ich habe ein großes Elix-Vorkommen entdeckt. Es war von oben nicht gut zu sehen. Das erklärt, warum unsere Drohnen es nicht finden konnten. Warte einen Augenblick. Ich mache einen Stoßtrupp bereit, um das Vorkommen zu sichern. Ja, ich habe es schon gesichert. Da ist sicher noch Luft nach oben, oder? Warte mal, wo ist denn sein Kommando? ich glaube, die Szene hat nicht so geklappt. Naja, was soll's. So. Interessant, interessant. Das machen wir nicht. Das hier. Cora sagt, du verhinderst ihre Expedition. Redest du von der Wissenschaftlerin Cora? Jene Cora, die von mir Soldaten haben möchte, um ein Himmelfahrtskommando zum alten Konverter zu unternehmen, nur um irgendwelchen vagen Gerüchten nachzugehen? Ja, von der rede ich. Hätte mir denken können, dass sie nicht locker lässt. Seit diesem Experiment ist sie äußerst schwierig geworden. Experiment? Cora hat an einer Destillation von Elex geforscht. Die dabei ausgetretenen Gase, sagen wir einfach, haben ihr nicht gut getan. Wenn sie nicht so wichtig für unsere Forschungen wäre, hätten wir sie längst ersetzt. Wegen Cora.
Du willst, dass ich ihre Expedition zum alten Konverter genehmige, richtig? Nenn mir einen guten Grund, warum ich das tun sollte. Aha, okay, ich könnte eher im Splitter... Ja, wer ist Cora? Cora habe ich getroffen, als ich gerade nach dem Händler am Anfang der Folge gesucht habe. Da bin ich ja durch Depot gelaufen, habe mit Cora geredet. Und dann hat sie mir diese Mission aufgetragen, mit Azog zu reden. So, ich könnte ihn mit meiner Stärke überzeugen, habe ich aber nicht. Intelligenz 50 habe ich, glaube ich, auch nicht. Ich habe, glaube ich, 40. Ich glaube, ich kann... Wenn Cora leben soll, solltest du ihre Expedition genehmigen. Oh, ich habe doch Intelligenz 50. Ist das etwa eine Drohung? Nein, Cora ist nur fest entschlossen zu gehen, mit deiner Erlaubnis und deinen Soldaten oder ohne. Sie will wirklich allein zum alten Konverter gehen? Nee, mit mir, glaube ich. Das ist Selbstmord. Hm, na gut. Ich werde zwei Soldaten abstellen, sie zu begleiten. Und du wirst mitgehen, ja, dass das klar ist. Ich mache dich persönlich dafür verantwortlich, wenn sie stirbt. Ich sende dir die Tracker-Daten der beiden Soldaten. Sprich mit ihnen und sag ihnen, sie sollen mit dir mitkommen. Ihnen werde ich ebenfalls neue Anweisungen zusenden. Viel Erfolg. Ah, also man sieht, Elektor Arthur, was gibt es? Wenn man... Der Scout Jax hat ein Elex-Vorkommen ausfindig gemacht. Ach, schau mal, der macht es doch. Es muss erschlossen werden. Der Scout Jax? Ihr meint doch Commander Jax. Es ist egal, wer er war. Jetzt ist er Scout. Behandelt ihn als solchen. Hm. Nimm deine Männer mit und befreit dieses Vorkommen von den Mutanten. Jax soll Bericht erstatten, wenn ihr fertig seid. Wird erledigt. Ja, die drei Männer. Du hast gehört, was Elexitor Arzog gesagt hat. Führe uns zu dem Elex-Vorkommen, das du entdeckt hast. Ach, ich soll die dahin führen, okay. Verstehe. Na komm, dann führe ich sie schnell dahin. Ist ja nicht weit hier. Geh voran. Das ist da, wo ich gerade war mit den Mutanten. Ah, finde ich cool, dass sie doch noch zu ihnen kann. Sie haben einfach nur ein bisschen Zeit gebraucht. Ich dachte, das ist eine Skriptszene, die vielleicht irgendwie ein bisschen verbuggt war. Aber nein, ist Quatsch. So, wo war das nochmal? Ich soll sie da hinführen. Elex-Vorkommen sichern, das war das, ne? Ja. Nee, warte mal, Commander. Ah, ja, genau. Okay, super. Ja, aber Moment mal. Wie soll ich sie denn dahin führen, wenn man da nur hochfliegen kann? Ich hoffe, die... Na gut, das sind ja Alps. Die sind technikaffin. Die werden schon schlau genug sein, um ihre Jetpacks zu benutzen. Außerdem kann ich mal diesen Weg hier nehmen. Ich glaube, wenn ich diesen Weg hier nehme, dann komme ich hier sogar ohne Jetpack hoch. Hätte ich auch beim letzten Mal nehmen sollen. So, ich nehme mal an. Okay, drei Männer plus Fox. Und ich? Nicht schlecht. Eine richtige Mannschaft. So, Moment, bevor wir da hochgehen, nur kurz gucken, was ist das? Was ist das hier? Für ein Zeug. Über irgendeine Werbetafel gewesen anscheinend. Später hat hier irgendjemand genascht oben. Hat hier so ein kleines Zuhause gebaut. Okay, die können schon mal alle ihren Jetpack benutzen. Das haben sie uns gerade freundlicherweise demonstriert. Okay, ich will dieses Kuscheltier haben, aber ich kann es nicht anvisieren. Ach, jetzt doch. Und natürlich die Stange Zigaretten, Mann. Das unbedingt. 200 Zigaretten bedeutet 200 Elix. Elixit meine ich. Heißt schon. Oh, und da läuft so ein Nachtschatten, glaube ich. Jetzt könnte ich eigentlich mit der ganzen Mannschaft hier alle Tiere aussterben, alle Mutanten aussterben lassen, wenn ich es wollen würde. Und dann gehen wir doch mal hier den normalen Weg nach oben. Na, kommen alle brav hinterher. Ach, schau mal, was war das hier früher? Hier war auf jeden Fall irgend so ein Schrein. Hier haben irgendwelche Gebete anscheinend stattgefunden. Hm. Und hier sieht ja schon nach Überresten einer Burg aus oder so. Ach, schau mal. Noch eine Elixada. Ja, also, ich sag mal so, wenn man Burg hat,
die würden mir ja jetzt überall hinterherlaufen. Wenn ich Bock hätte, dann könnte ich jetzt eigentlich ganz, wo ist es? Ganz Thompson Town hier von Monstern befreien mit denen, ne? Die Frage ist nur, Kreaturen, die von denen, also es ist klar, dass Kreaturen, die von Fox getötet werden, für die bekomme ich Erfahrung. Aber bekomme ich auch Erfahrung für Kreaturen, die von den Männern hier getroffen werden? Das weiß ich nicht. Ich erledige das. Wow. Wow, was, Banditen? Oh Gott. Warte mal. Das habe ich gerade nicht gecheckt, dass da hinter mir ein Bandit steht. So, Junge. Ach, schau mal. Ja, die Alps haben schon heftige Waffen. Nochmal, komm. Ah, für nichts nutzt. Okay, für den hier habe ich auf jeden Fall Erfahrung bekommen. Aber ich glaube, der wurde auch von Fox getötet, oder? So, mit einer ganzen Mannschaft gegen ein paar arme, schwache Banditen. Hallo. Au. Au. Ah, okay. Ich habe die Erfahrung tatsächlich bekommen für ihn gerade. Ich habe für ihn die Erfahrung bekommen. Hat man gerade gesehen. Das heißt, man kann wirklich mit dieser Mannschaft einfach ganz Thompson Town ausräuchern. Das ist einfach nur krass. So. Aber ich glaube, es lohnt sich eh nicht. Warum sollte man das? Okay, man könnte das, wenn man jetzt mit einem sehr niedrigen Level diese Mission macht, dann könnte man das machen, um sich hoch zu leveln. Ja, macht sicherlich auch Spaß. Aber wenn man sich so bedenkt, in Thompson Town ist nur auf den ganz hohen Türmen was sehr Interessantes zu holen, nämlich die heftigen Waffen. Aber da komme ich mit meinem Jetpack eh jetzt nicht hoch. Und ansonsten wäre das nur die Erfahrung für Monster, die ich später sowieso selber holen kann, ne? Weil diese Monster später gegen mich sowieso keine Chance haben, ne? Oh, die sind alle schön durch die Wand. Wie gesagt, würde sich schon lohnen, um ein Level aufzusteigen. Sicherlich keine schlechte Idee, aber komm. Und wenn ich natürlich sie jetzt zu diesem Punkt führe, dann bleiben sie hier auch. Dann bin ich wieder alleine. Hier sind noch ein paar Banditen, wie man sehen kann. Dich hole ich mir. So, Jungs. Jungs. Los geht's. Ihr dürft. Und boom. Alter, Jungs, ihr seid echt der Hammer. Ah, Mann, ich weiß nicht. Das tut einem schon fast leid, dass ich jetzt diese Mission doch beende und die Jungs mir nicht mehr folgen. Die sind echt der Hammer, so eine eigene kleine Mannschaft. Ist schon sehr angenehm, sagen wir mal so. Aha. Okay, da geht es hier lang zum Depot sogar. Okay. Diese Banditen hatten direkten Zugang zum Depot von ihrem Nest hier aus. So, und hier. Sollte es eigentlich nach oben gehen? Oh, eine Frostbestie. Ja, wir hatten schon eine Begegnung mit so einem Vieh. Das hatten wir schon. So, komm, ich mach den ersten Schlag. Den Rest machen die Jungs. Ich kümmere mich darum. Es ist einfach der Hammer. Schau dir das an. Diese beiden hier mit ihren schweren Waffen, ne? Von hinten. Der andere geht in den Nahkampf plus Fox, ne? Zwei Männer im Nahkampf, zwei Männer im Fernkampf. So kann man jagen. So weit ist Jax schon. Der hat seine eigene Jagdmannschaft. Sein eigenes Jagdkommando. Hm.
So. Ja, man könnte einfach natürlich einfach hochfliegen. Müsste mit den Tieren hier nicht kämpfen, aber warum nicht? Wenigstens ein bisschen ausnutzen, also diesen Mannschaftsgeist ein bisschen ausnutzen will ich dann doch, ne? Weil ich die sowieso alle gleich los bin. So, Jungs, komm. Macht mal. Ah, das ist immer die gleiche Strategie. Zwei gehen von hinten mit ihren schweren Waffen. Ballern los. Und die beiden gehen nach vorne. Also eigentlich eine sehr, sehr gute, ausgeklügelte Kampfstrategie. Ne? Eine gute Aufgabenverteilung. Komm, ich mache den letzten Schlag. Sehr schön. Ich bin auch nützlich, Jungs. Ich bin auch nützlich. Warte mal, hat er gesagt, er wartet da? Gehen sie mir doch nicht überall hin, wollen sie mir doch nicht überall hin, oder was? Aber was wollen die damit sagen? Ich bin direkt hinter dir. Okay. Ich warte. Was, wieso warten die denn? Da bist du ja. Jungs. Okay, ich bin auf jeden Fall irgendwie falsch gelaufen anscheinend. Naja. Die wollen mir hierhin nicht mehr folgen. Na gut. So, wo soll ich denn hier jetzt hin? Ah ja. Hier wäre dieses Häuschen. Ah. Ein paar Mutanten sind noch da auf jeden Fall. Aua! Nein, was? Ja! Wieso rennt er doch nur auf mich, Mann? Schau mal, die wollen echt nur mich kriegen. Ich habe das Gefühl, ne? Jungs, kümmert euch bitte. Na? Ah, jetzt geht's, okay. Ich dachte schon, dass ich schon wieder alles machen muss hier. So, an der Goldader gehen wir natürlich nicht vorbei. Komisch, dass hier Rattenfleisch lag. Ohne, dass die Mutanten es sofort verputzt haben. So, was haben wir da Schönes? Ein Schleimdrakon und ein Moloch. Ein Moloch. Na, ein Moloch ist schon ein Monster, ne? Da bin ich echt froh, dass die Jungs hier sind. Jungs, Jungs, Jungs. Sehr schön. Auf euch ist Verlass, Mann. Und? Ja, also Moloch ist echt eine monströse, ekelhafte Kreatur, wie man sieht. Man erkennt sie an ihrem eigenen Eingeweide, das ihr aus dem Leibe raushängt. Ah, jetzt, komm, und... Oh, das war ein guter Schaden, den ich hier gemacht habe. Hier nochmal die Kreatur aus der Nähe. Auf jeden Fall ist es früher etwas Humanoides gewesen. Vielleicht, also der Kopf sieht ja aus wie der Kopf von einem Unhold. Anscheinend haben hier die Alps einen Unhold entstellt mit ihren Mutationstechniken. Ah, da ist noch so ein Schleimdrakon. Bumm. Es geht los. So, das Einzige, was schlecht ist an diesen Jungs, die sind so dumm, dass sie einfach schießen. Auch wenn vor denen eine Wand steht oder sowas, schießen sie einfach durch die Wand durch, ne? Das hat... Sieht gut aus. Ich denke, wir sollten uns hier ein wenig einrichten. Wir werden einen Perimeter einrichten müssen, um die Mutanten fernzuhalten. Was soll ich tun? Dafür gar nichts. Das erledigen wir.
Du solltest jetzt zurück zu Azog gehen und ihm berichten, dass wir erfolgreich das Elex-Vorkommen gesichert haben. So, Männer. Jax wird zurück ins Depot gehen und Azog Bericht erstatten. Oh, da ist noch ein Loch. Ihr wisst, was zu tun ist. An die Arbeit! So, komm. Die Erfahrung für den will ich aber noch haben. Das heißt, wichtig ist, dass ich den letzten Schlag mache jetzt. Weißt du, die Jungs hauen zu. Und wenn er nicht mehr viel hat, kommt Jax und schießt in einen rein. So, jetzt. Ja. Ah, das sind 399 Erfahrungen. Also es hätte schon richtig wehgetan, wenn sie mir diese Erfahrung genommen hätten. Okay. Gut, die andere Mission war ja, was diese Frau Cora anging. Genau, Koras Expedition. Das kann ich ja alles, beides in einem machen. Ah, okay, da müsste ich sowieso mit den Soldaten reden. Das heißt, in so einem Falle können wir auch gleich zu Azog und ihm berichten, dass diese Sache schon mal erledigt ist. Ne? Azog. Wer nimmt schon heutzutage die Treppe? Come on. Also. Du bist zurück. Ich nehme an, die Mission war erfolgreich. Wir haben das Elex-Vorkommen erfolgreich gesichert. Gut. Damit ist deine Aufgabe dort als Scout erledigt. Also bin ich bereit, zum Trooper ernannt zu werden? Nein, eine Sache gibt es noch zu erledigen, aber das sollte nicht allzu lange dauern. Wir haben einen Scout nach Tavar geschickt und haben von ihm eine Nachricht erhalten, dass er Verstärkung braucht. Es gibt niemand Besseren als dich für diese Aufgabe. Du kennst dich dort aus und wir brauchen deine Expertise. Hast du noch Fragen dazu? Das klingt sehr interessant auf jeden Fall. Mit wem genau soll ich mich in Tavar treffen? Sein Name ist Vakis. Er ist ein sehr erfahrener Scout. Du kannst mit Sicherheit noch etwas von ihm lernen. Hat er gesagt, warum er Verstärkung braucht? Er ist in einem geheimen Auftrag unterwegs. Es steht in seinem Ermessen, dir mitzuteilen, worum es dabei geht. Er hat uneingeschränkte Handlungsfreiheit. Wenn er dir traut, wird er dich einweihen. Wo genau soll ich ihn treffen? Ich werde dir seine aktuelle Position auf deinen Adjutor schicken. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Gut, dann mach dich jetzt auf den Weg. Tja, das ist ja mal nicht so toll. Ja, aber klingt auf jeden Fall nach einer guten Aufgabe, nach einer interessanten Aufgabe fürs nächste Mal.